Virginia Woolf, Die Fahrt zum Leuchtturm. 3. Der Leuchtturm. Kapitel 4. Über ihren Köpfen schlugen die Segel, das Wasser gluckste und schwappte gegen die Wände des Bootes, das regungslos in der Sonne dusselte. Dann und wann hoben sich die Segel etwas unter einer leichten Brise, aber es war nur ein Hauch, der erstarb. Das Boot machte nicht die geringste Fahrt. Mr. Ramsay saß mittschiffs. Gleich würde er ungeduldig werden, dachte James, und Cam dachte dasselbe, als sie ihren Vater ansah, der zwischen ihnen saß, in der Bootsmitte. James steuerte. Cam saß allein im Bug und die Beine fest verschlungen hatte. Er hasste es, müßig herumzusitzen. Und richtig, nachdem er ein paar Sekunden nervös hin und her gerückt war, sagte er mit scharfem Ton etwas zu dem jungen McAllister, der die Riemen einlegte und zu rudern begann. Aber es war ihnen klar, ihr Vater würde nicht eher zufrieden sein, als bis sie dahin flogen. Er würde immerzu nach einer Brise Ausschau halten, hin und her rücken und halblaut allerlei murmeln, was McAllister und sein Junge doch hören würden, und sie beide würden sich schrecklich unbehaglich fühlen. Er hatte sie zum Mitfahren veranlasst. Er hatte sie zum Mitfahren gezwungen. Nun hofften sie in ihrem Ärger, dass die Brise niemals aufkommen möge, dass ihm in jeder Weise ein Strich durch die Rechnung gemacht würde, da er sie gegen ihren Willen zum Mitkommen gezwungen hatte. Auf dem ganzen Wege zum Strand hatten sie hinter ihm getrödelt, trotz seiner stummen Mahnung: Eilt euch, eilt euch! Ihre Köpfe waren gebeugt, ihre Köpfe waren niedergedrückt von einem erbarmungslosen Sturm. Sprechen konnten sie nicht mit ihm. Sie mussten kommen, sie mussten folgen, sie mussten hinter ihm dreingehen und braune Pakete tragen. Aber sie gelobten, während sie schweigend folgten, zusammenzustehen und nicht abzuweichen von dem großen Pakt der Tyrannei zu widerstehen, bis zum Tode. So saßen sie nun schweigend, der eine an diesem Ende des Bootes, die andere am anderen. Sie sprachen kein Wort, sahen ihn nur dann und wann an, wie er da saß, die Beine gekreuzt, Stirn runzelnd und unruhig, hin und her rückend, verächtliche Laute von sich gebend, leise vor sich hinschimpfend und ungeduldig auf eine Brise wartend. Und sie hofften, es würde windstill bleiben. Sie hofften, er würde eine Niederlage erleiden. Sie hofften, die ganze Unternehmung würde schief gehen und sie müssten mitsamt ihren Paketen zum Strand zurückkehren. Nun aber, als McAllisters Junge sie ein Stück hinausgerudert hatte, schwangen die Segel langsam herum, das Boot bekam Fahrt, streckte sich und schoss davon. Sogleich, als wäre er aus einer großen Spannung erlöst, nahm Mr. Ramsay die Beine auseinander, zog seinen Tabakbeutel hervor, reichte ihn mit einladendem Grunzen dem alten McAllister und war, das fügten sie, vollkommen zufrieden, indessen sie da saßen und litten. Nun würden sie stundenlang so weiter segeln und Mr. Ramsay würde dem alten McAllister eine Frage stellen über den großen Sturm im letzten Winter wahrscheinlich und der alte McAllister würde antworten und sie würden mitsammen ihre Pfeife paffen und McAllister würde ein
Teeriges Tauende in die Hand nehmen, einen Knoten machen oder lösen, und der Junge würde fischen und zu keinem auch nur ein Wort sprechen. James aber würde die ganze Zeit kein Auge vom Segel verwenden dürfen, denn wenn er nicht Acht gab, so verlor das Segel Wind und Kilte und das Boot verlor Fahrt. Und Mr. Ramsay würde in scharfem Ton sagen, pass doch auf, pass auf. Und der alte McAllister würde sich langsam auf seinem Sitz umdrehen. Und richtig hörten sie, wie Mr. Ramsay nach dem großen Sturm um Weihnachten fragte. Tja, da wurde es um die Landspitze herumgetrieben, sagte der alte McAllister und schilderte den großen Sturm um Weihnachten, als 10 Schiffe schutzsuchend in die Bucht getrieben worden waren. Er hatte eins da und eins da gesehen. Sein Zeigefinger machte langsam die Runde in der Bucht. Mr. Ramsay wandte den Kopf und folgte ihm. Er hatte gesehen, wie 3 Mann sich an den Mast klammerten. Dann war es gesunken. Und schließlich kamen wir dann ja vom Land los, erzählte er weiter, in ihrem Ärger und ihrer Schweigsamkeit durch die ganze Länge des Bootes getrennt, aber verbunden durch ihren Pakt, sich der Tyrannei zu widersetzen bis zum Tode, fingen sie nur dann und wann ein Wort von der Geschichte auf. Schließlich also waren sie vom Land losgekommen. Sie hatten das Rettungsboot flott gemacht und es glücklich um die Landspitze herumgebracht. So erzählte McAllister, und wenn sie auch nur dann und wann ein Wort auffingen, so hatten sie doch während der ganzen Zeit einen sehr deutlichen Eindruck von ihrem Vater, wie er vorgebeugt saß, wie er seine Stimme auf die McAllisters einstimmte, wie er seine Pfeife paffend und mit seinen Blicken den Weisungen des McAllisterschen Zeigefingers folgend hierhin und dorthin blickte. Er genoss die Vorstellung von dem Sturm und der finsteren Nacht und dem Kampf der Fischer. Ihn freute der Gedanke, dass Männer da nachts an der windigen Bucht sich mühen und schwitzen mussten, dass sie Muskel und Hirn einsetzen mussten gegen Wellen und Wind. Ihm gefiel die Vorstellung, dass Männer sich so plagen mussten und die Frauen das Haus hüteten und drinnen am Bett der schlafenden Kinder saßen, indessen draußen die Männer im Sturm ertranken. Das merkte James, das merkte auch Cam. Sie sahen ihn an, sie sahen einander an, an seiner Unruhe und seiner Wachsamkeit, am Klang seiner Stimme, an einem leichten schottischen Akzent, der plötzlich seiner Sprache anhaftete, was ihn in einen Bauern zu verwandeln schien, als er McAllister über die 11 Schiffe ausfragte, die vom Sturm in die Bucht getrieben worden waren. 3 davon waren gesunken. Er blickte stolz in die Richtung, die ihm McAllister wies, und Cam dachte, wie plötzlich war sie stolz auf ihn, ohne recht zu wissen, warum. Wäre er da gewesen, er hätte das Rettungsboot zu Wasser gebracht. Er hätte das Wrack erreicht, dachte Cam. Er war so tapfer, er war so unerschrocken, dachte Cam. Aber da fiel ihr ein, wir haben unseren Pakt, der Tyrannei sich widersetzen bis zum Tode. Ihre Not drückte sie nieder. Er hatte sie gezwungen, er hatte sie genötigt, er hatte sie wieder einmal überwältigt mit seinem gramvollen Blick und seiner Autorität. Und sie hatten ihm den Willen tun und an diesem schönen Morgen die Pakete schleppen und mit ihm zum Leuchtturm fahren müssen, weil er es wünschte. Sie mussten teilnehmen an diesen Riten, die er aus eigenem Gefallen zum Gedächtnis Toter vollzog, was sie hassten
sodass sie hinter ihm trödelten und alle Lust des Tages ihnen vergällt war. Ja, die Brise frischte auf. Das Boot lag schräg, sein Bug schnitt scharf durchs Wasser, das in grünen Kaskaden, in Blasen, in Katarakten beiseite gedrückt wurde. Pam blickte hinab in den Schaum, in die See, mit all ihren Schätzen darin. Die Geschwindigkeit berauschte sie und das Band zwischen ihr und James erschlaffte etwas. »Wie rasch wir fahren«, dachte sie. »Wohin fahren wir?« Und die Bewegung berauschte sie, während James den Blick starr auf das Segel und den Horizont geheftet mit Ingrimm steuerte. Beim Steuern aber setzte sich ein Gedanke in ihm fest, dass er vielleicht entfliehen, sich von allem befreien könnte. Sie könnten irgendwo landen und dann frei sein. Sie hatten beide, einander anblickend, ein paar Herzschläge lang ein Gefühl des Entkommens und der Ermutigung, zum Teil wohl von der raschen Fahrt und der Veränderung. Aber in Mr. Ramsay weckte die Brise die gleiche Erregung, und als der alte McAllister sich umdrehte, um seine Angelschnur über Bord zu werfen, rief er laut: »Wir gingen unter, und dann jeder allein«, worauf ihn wie immer ein Anfall von Reue oder Scham packte. Er gebot sich Einhalt und wies mit der Hand zum Ufer hinüber. »Sieh nur das kleine Haus«, sagte er zu Cam und wollte, sie sollte hinsehen. Sie erhob sich widerstrebend und sah ihn an, sah hin. Aber welches war es? Sie konnte nicht mehr unterscheiden, welches von den Häusern, da er auf dem Hügelhang ihr Haus war. Alles sah fern und friedlich und fremd aus. Das Ufer schien verschönt, weit weg, unwirklich. Schon die kleine Entfernung, die sie durchsegelt hatten, hatte es ihnen ferngerückt, hatte ihm das gelassene Aussehen dessen gegeben, das entweicht, an dem man nicht länger teilhat. Welches Haus war nun ihr Haus? Sie konnte es nicht finden. »Mich aber haben wildere Wogen«, sagte Mr. Ramsay halblaut. Er hatte das Haus entdeckt und damit hatte er auch sich selbst dort gesehen. Er hatte sich auf der Terrasse hin und her gehen sehen. Einsam, auf und ab, wanderte er zwischen den Steinvasen und er kam sich sehr alt vor und sehr gebeugt. Er beugte sich vor im Boot, er duckte sich zusammen. Sogleich spielte er seine Rolle, die Rolle eines einsamen Mannes, verwitwet, verlassen. Er beschwor einen Schwarm von Menschen herauf, die mit ihm fühlten, spielte sich selbst, als er im Boot saß, ein kleines Drama vor, das Gebrechlichkeit von ihm verlangte, und Erschöpfung und Trauer. Er hob die Hände und betrachtete sie zur Bestätigung. Ja, sie waren dünn. Und dann wurde ihm in quellendem Überfluss das Mitgefühl der Frauen zuteil und er stellte sich vor, wie sie ihn trösten und mit ihm empfinden würden. Und da ihm im Traum ein Widerschein der köstlichen Lust beschieden war, die das Mitgefühl der Frauen ihm spendete, so seufzte er und sagte leise und traurig: »Mich aber haben wildere Wogen in ihren Schlund hinabgezogen, sodass alle im Boot die traurigen Worte deutlich
hören konnten. Cam fuhr halb von ihrem Sitz hoch. Es empörte sie, es machte sie rasend. Die Bewegung rüttelte ihren Vater auf. Er erschauerte, er brach ab und rief, seht doch, so drängend, dass auch James den Kopf über die Schulter wandte, um zur Insel zurückzublicken. Sie blickten alle hin, sie blickten alle hinüber zur Insel. Aber Cam konnte nichts erkennen. Sie stellte sich vor, dass alle diese Gartenwege und der Rasen vertraut und verknüpft mit dem Leben, das sie dort gelebt hatten, verschwunden wären, weggewischt, wären vergangen, unwirklich geworden. Und dies hier war nun wirklich das Boot und das Segel mit dem Flicken darauf. McAllister mit seinen Ohrringen, das Rauschen des Wassers, all dies war wirklich. Bei diesen Gedanken murmelte sie vor sich hin. Wir gingen unter, jeder allein. Denn die Worte des Vaters drangen wieder und wieder in ihre Gedanken ein. Hier begann Mr. Ramsay, da er sie unbestimmt ins Leere starren sah, sie zu necken. »Ob sie denn die Richtungen der Windrose nicht kenne?« fragte er. »Ob sie Norden nicht von Süden unterscheiden könne? Ob sie tatsächlich glaube, sie wohnten da, wo sie jetzt hinsehe?« Und er bezeichnete ihr abermals die Richtung und zeigte ihr, wo ihr Haus stand, da drüben, bei den Bäumen. »Wenn sie so etwas doch nur ein bisschen genauer nehmen wollte«, dachte er und sagte, »na, wo ist Osten, wo ist Westen?« sagte es halb lachend, halb scheltend, denn der Geisteszustand eines Menschen, der einigermaßen seine fünf Sinne beisammen hatte und die Richtungen der Windrose nicht kannte, war ihm unfassbar. Aber sie kannte sie wirklich nicht. Und daher nun ihre Lehren jetzt etwas verstörten Blicke auf einen Punkt gerichtet sah, wo überhaupt kein Haus stand. Vergaß Mr. Ramsay seinen Traum, vergaß, wie er zwischen den Steinvasen auf der Terrasse auf und ab wanderte, wie sich die Arme ihm entgegenstreckten. Frauen sind doch immer so, dachte er. Die Verschwommenheit ihres Denkens ist hoffnungslos. Es war etwas, was er hatte nie begreifen können, aber es war so. Auch mit ihr, seiner Frau, war es so gewesen. Sie konnten nichts klar im Gedächtnis behalten. Aber es war nicht recht von ihm gewesen, deshalb ärgerlich über sie zu werden. Und außerdem war ihm nicht gerade diese Unklarheit des Denkens an den Frauen liebenswert? Sie war ein Teil ihres zauberischen Reizes. Sie soll mich anlächeln, dachte er. Sie sieht so verschüchtert aus. Sie ist so schweigsam. Er verschränkte die Finger und beschloss, seine Stimme und sein Gesicht und die raschen, ausdrucksvollen Gesten, mit denen er all die Jahre hindurch Mitleid und Lob der Menschen nach seinem Willen auf sich gelenkt hatte, zu bezähmen. Sie sollte ihn anlächeln. Er wollte ein paar einfache, unbefangene Worte finden, die er zu ihr sagen konnte. Aber was? Denn da er ganz in seine Arbeit verkapselt gewesen war, hatte er vergessen, was man so sagte. Aber da war ja der junge Hund. Sie hatten einen jungen Hund. Wer denn nun heute für das Hündchen sorge? Fragte er. Ja, dachte James erbarmungslos und sah den Kopf seiner Schwester abgehoben vom Segel. Jetzt wird sie nachgeben. »Ich werde allein
gegen den Tyrannen kämpfen müssen. Der Pakt musste von ihm allein erfüllt werden. Cam würde sich niemals der Tyrannei widersetzen bis zum Tode, dachte er grimmig und beobachtete ihr Gesicht, ein trauriges, verdrossenes, willfähriges Gesicht. Und wie es manchmal geschieht, wenn ein Wolkenschatten auf einen grünen Hügelhang fällt und ernst niedersinkt und Düsterkeit und Trauer sich rings über alle Hügel breiten, als müssten sie selbst das Schicksal des Überschatteten, Verdüsterten erwägen, entweder voll Mitleid oder trotz ihrer Bestürzung in boshafter Schadenfreude, so fühlte auch Cam sich überschattet, als sie da zwischen ruhigen, entschlossenen Männern saß und nicht wusste, wie sie die Frage ihres Vaters nach dem Hündchen beantworten, wie sie seiner Bitte widerstehen sollte. Vergib mir, hab mich lieb. Während James, der Gesetzgeber, auf dessen Knien die Tafeln ewiger Weisheit offen lagen, seine Hand auf der Ruderspinne war, ihr zum Sinnbild geworden, ihr befahl, widersetze dich ihm, bekämpfe ihn. Dass er es sagte, war recht und gerecht, denn sie mussten gegen die Tyrannei kämpfen, bis zum Tode, dachte sie. Von allen menschlichen Eigenschaften verehrte sie vor allem Gerechtigkeit. Ihr Bruder war höchst gottähnlich, ihr Vater flehte aufs Demütigste. Und wem sollte sie sich ergeben, dachte sie, die zwischen ihnen saß und zum Ufer starrte, wo ihr nun alles fremd war, denn der Rasenplatz, die Terrasse und das Haus, dachte sie, waren jetzt verschwunden. Und Friede herrschte dort. Jasper, sagte sie jetzt mürrisch, er würde für den Hund sorgen. Und wie sie ihn denn nennen wolle, fragte der Vater hartnäckig weiter. Er habe als Junge einmal einen Hund gehabt, mit Namen Frisk. Sie wird nachgeben, dachte James, als er den Ausdruck sah, der auf ihr Gesicht trat. Einen Ausdruck, den er kannte. Dann blickten sie auf ihre Strickarbeit hinab oder was sie sonst in der Hand haben, dachte er. Und plötzlich blicken sie dann auf. Es war wie ein blauer Blitz, fiel ihm ein, und jemand, der neben ihm saß, lachte und war voll Hingabe, und er ärgerte sich sehr. Das musste seine Mutter gewesen sein, dachte er. Sie saß auf einem niedrigen Stuhl und Vater stand hochaufragend neben ihr. Und nun begann er die endlose Folge von Eindrücken zu durchforschen, wie sie die Zeit unaufhörlich mit sachter Hand auf sein Hirn gelegt hatte, Blatt auf Blatt, Falte auf Falte, zusammen mit Gerüchen und Geräuschen, Stimmen, rauen, dumpfen, lockenden, vorüberhuschenden Lichtern und kratzenden Besen und dem Rauschen und Raunen der Wellen, wie ein Mann auf und ab ging und dann reglos, hoch aufgerichtet vor ihnen stehen blieb. Inzwischen plätscherte Cam, bemerkte er mit den Fingern im Wasser und starrte zur Küste hinüber und sagte nichts. Nein, sie wird nicht nachgeben, dachte er. Sie ist doch anders, dachte er. Na schön, beschloss Mr. Ramsay, wenn Cam nicht antworten wollte, dann würde er sie nicht weiter behelligen und er tastete in seiner Tasche nach einem Buch. Aber sie wollte doch antworten. Sie wünschte leidenschaftlich, das Hindernis zu beseitigen, das ihre Zunge lähmte und zu sagen, oh ja, Frisk. Ich will ihn Frisk nennen. Sie hätte sogar gern hinzugefügt, war das nicht der Hund,
der ganz allein den Weg durchs Moor fand? Aber so sehr sie sich auch mühte, sie brachte nichts dergleichen über die Lippen. Und so hielt sie trotzig und ehrlich den Pakt, wenn sie auch unbeargwöhnt von James, ihrem Vater, ein heimliches Zeichen der Liebe sandte, die sie für ihn empfand. Denn sie dachte indessen, sie mit der Hand im Wasser plätscherte, und nun hatte McAllisters Junge eine Makrele gefangen und sie lag zappelnd mit blutenden Kiemen im Boot. Sie dachte und blickte dabei zu James hinüber, der gleichgültig den Blick auf Segel geheftet hielt und dann und wann für eine Sekunde zum Horizont blickte. Ja, du kennst das nicht, diesen Druck, diese Spaltung des Gefühls, diese ungemeine Versuchung. Der Vater suchte in den Taschen, gleich würde er sein Buch gefunden haben. Nie hatte ein Mensch sie stärker angezogen. Alles an ihm fand sie schön. Seine Hände, seine Füße und seine Stimme, seine Worte, seine hastige Art und seine Heftigkeit und seine Wunderlichkeit und seine Leidenschaft. Und dass er ganz einfach vor jedem sagte, wir gehen unter, jeder allein. Und seine Abgerücktheit. Jetzt hatte er sein Buch aufgeklappt. Eines aber blieb unerträglich, dachte sie weiter, saß aufrecht da und sah zu, wie McAllisters Junge den Angelhaken aus den Kiemen eines zweiten Fisches nahm. Das war seine hartköpfige Blindheit und Willkür, mit der er ihre Kindheit vergiftet und schlimme Stürme heraufbeschworen hatte, so dass sie noch jetzt nachts oft zitternd vor Wut erwachte und an einen seiner Befehle dachte, an eine seiner Anmaßungen. Tu dies, tu das, an seine Herrschsucht, an sein Unterwirf dich mir. So sprach sie kein Wort, sondern sah störrisch und traurig zur Küste hinüber, die in einen Mantel aus Frieden gehüllt war, als wären die Menschen da drüben eingeschlafen, dachte sie, als wären sie frei wie der Rauch, könnten frei kommen und gehen wie Gespenster. Die da drüben kennen kein Leid, dachte sie. 5. Ja, das ist ihr Boot, entschied Lilli, die drum am Rande des Rasens stand. Es war das Boot mit den bräunlich-grauen Segeln. Jetzt sah sie, wie es sich streckte im Wasser und quer über die Bucht davonschoss. Da sitzt er, dachte sie, und die Kinder sagen kein Sterbenswort. Und sie konnte ihn auch nicht erreichen. Das Mitgefühl, das sie ihm nicht geschenkt hatte, drückte sie nieder mit seinem Gewicht. Er machte ihr das Malen schwer. Sie hatte ihn überhaupt immer schwierig gefunden. So war sie, fiel ihr ein, nie imstande gewesen, ihn ins Gesicht zu loben. Dadurch bekam ihr Verhältnis zu ihm etwas Sachliches, dem der Schuss Erotik fehlte, der ihn in seinem Benehmen Minter gegenüber so ritterlich, fast fröhlich machte. Er pflückte eine Blume für sie, er lieh ihr seine Bücher. Aber ob er wirklich glaubte, dass Minter sie las? Sie schleppte sie überall im Garten herum und legte Blätter als Lesezeichen hinein. Entsinnen Sie sich noch, Mr. Carmichael? Hätte sie am liebsten gefragt, als ihr Blick auf den alten Mann fiel. Der aber hatte den Hut tief in die Stirn gezogen. Er schlief wohl, oder er träumte, oder er lag da und haschte nach Wörtern. Entsinnen Sie sich noch, hätte sie ihn am liebsten gefragt,
als sie an ihm vorüberging, denn wieder musste sie an Mrs. Ramsay und die Szene am Ufer denken, an das auf- und niedertanzende Fass, an die fliegenden Briefblätter. Warum hatte dieses Bild all die Jahre überlebt? Fest umrissen, hell beleuchtet, sichtbar, bis in die letzte Einzelheit, wo doch alles vor ihm und alles hinter ihm leer war. Meilen und aber Meilen weit. Ist das ein Boot oder ist es ein Kork? Würde sie fragen. Ja, das würde sie, dachte Lilli und wandte sich widerstrebend ihre Leinwand wieder zu. Der Himmel sei gepriesen. Das Problem des Raumes blieb, dachte sie und griff wieder zum Pinsel. Es starrte ihr entgegen. Der Hauptteil des Bildes musste damit in Einklang gebracht werden. Schön und licht sollte es auf der Oberfläche sein, federleicht und fließend. Die Farben sollten ineinander verschmelzen wie die Farben auf einem Schmetterlingsflügel. Aber darunter musste die Struktur verklammert sein, wie mit eisernen Polzen. Es musste etwas sein, was ein Hauch wegblasen und zugleich etwas, was ein Pferdegespann nicht von der Stelle rücken könnte. Und sie begann, hier ein Rot, dort ein Grau aufzulegen. Und sie begann, sich in den Hohlraum da einen Weg zu bauen. Gleichzeitig aber war ihr, als säße sie mit Mrs. Ramsay am Strand. »Ist das ein Boot oder ist das eine Tonne?« fragte Mrs. Ramsay. Und sie suchte eifrig nach ihrer Brille. Nachdem sie gefunden hatte, saß sie stumm da und sah aufs Meer hinaus. Und während Lilli unablässig malte, war ihr zumute, als hätte eine Tür sich aufgetan und man ginge hinein und stünde schweigend und blickte sich in einem hohen Raum um, dem Inneren eines Domes gleich, sehr dunkel, sehr feierlich. Rufe drangen herüber aus einer fernen, ganz fernen Welt. Dampfer schwanden am Horizont zu Rauchstängeln dahin. Charles warf Steine und ließ sie übers Wasser hüpfen. Mrs. Ramsay saß stumm. Sie war glücklich, dachte Lilli, einmal schweigend zu ruhen, ohne sich mitteilen zu müssen, in der dunklen Verborgenheit menschlicher Beziehungen zu ruhen. Wer weiß, was wir sind, was wir fühlen. Wer weiß selbst im Augenblick tiefster Vertrautheit, dies ist Wissen? Wird nicht, so hätte Mrs. Ramsay vielleicht gefragt. Es kam Lilli vor, als hätte sie oft stumm so an ihrer Seite gesessen. Wird nicht etwas dadurch zerstört, dass man die Dinge ausspricht? Ist unser Schweigen nicht viel ausdrucksvoller? Der Augenblick wenigstens schien ungemein fruchtbar. Sie bohrte ein kleines Loch in den Sand und fühlte es, indem sie die Vollkommenheit des Augenblicks darin barg. Es war wie ein Silbertropfen, in den man den Pinsel tauchte, um das Dunkel der Vergangenheit aufzuhellen. Lilli trat zurück, um für ihre Leinwand die rechte Perspektive zu gewinnen. Ja, so. Es war schon ein merkwürdiger Weg, den man beim Malen gehen musste. Da wanderte man hinaus, ganz hinaus, weiter und weiter, bis man schließlich ganz einsam auf einer schmalen Planke über dem Meer zu stehen schien. Und als sie den Pinsel in das Blau tauchte, tauchte sie zugleich auch ein in die Vergangenheit. Jetzt stand Mrs. Ramsay auf,
sann sie sich. Es war Zeit, nach Hause zu gehen, Zeit zum Lunch. Alle gingen sie vom Strand zum Haus hinauf. Sie mit William Banks am Schluss und Minta mit einem Loch im Strumpf hinter ihnen. Wie doch das kleine, runde, rosige Hakenloch vor ihnen zu prahlen schien, wie William Banks es beklagte, wenn auch soweit sie sich entsann, kein Wort darüber sagte. Ihm bedeutete es die Zerstörung der Weiblichkeit und Schmutz und Unordnung, Dienstboten, die kündigten, und Betten, die mittags noch nicht gemacht waren, kurz alles, was er zutiefst verabscheute. Er hatte eine Art zu schaudern und die Finger auszuspreizen, als wollte er einen unerfreulichen Anblick verdecken, was er auch jetzt tat. Er hielt die Hand vor sich. Und Minta ging weiter voraus und vermutlich traf sie sich mit Paul und verschwand mit ihm im Garten. Die Raylis, dachte Lily Briscoe und drückte grüne Farbe aus der Tube. Sie fasste ihre Eindrücke von den Raylis zusammen. Das Leben der beiden entstand vor ihr als eine Szenenfolge, eine im Treppenhaus, in der Morgendämmerung. Paul war heimgekommen und früh zu Bett gegangen. Minta hatte sich verspätet. Da kam Minta dann ungefähr um 3 Uhr morgens über die Treppe, geputzt, geschminkt, auffallend. Paul erschien im Schlafanzug und hatte einen Schürhaken in der Hand für den Fall, dass es Einbrecher wären. Minta stand in halber Höhe der Treppe am Fenster im leichenhaften Frühmorgenlicht und aß ein Sandwich, und im Treppenläufer war ein Loch. »Und was sagten Sie?« fragte sich Lilly, als könnte sie sich nicht nur an ihren Anblick erinnern, sondern auch an die Worte. Heftige Worte. Minta aß gelangweilt ihr Sandwich weiter, während er redete. Er sprach empörte, eifersüchtige Worte, beschimpfte sie halblaut, damit die Kinder, die beiden kleinen Jungen, nicht aufwachten. Er war ausgemergelt und erschöpft, sie üppig und unbekümmert. Denn etwa nach einem halben Jahr hatte es nicht mehr so recht geklappt. Die Ehe hatte sich als einigermaßen schlecht erwiesen. Und das, dachte Lilly und nahm das Grün auf den Pinsel, dieses Zusammensetzen von Szenen aus dem Leben anderer, das nennen wir sie kennen, an sie denken, sie gern haben. Nicht ein Wort davon war wahr, sie hatte es erfunden. Aber auf diese Weise kannte sie sie eben. Und sie grub sich weiter einen Weg in ihr Bild, in die Vergangenheit. Ein andermal hatte Paul gesagt, er spiele Schach in Kaffeehäusern. Auch auf diese Äußerung hatte sie ein ganzes Fantasiegebäude errichtet. Das war so gewesen. Er rief das Mädchen an und das Mädchen sagte, Mrs. Raylis ist ausgegangen, Sir. Und da beschloss er ebenfalls, nicht heimzukommen. Sie sah ihn sitzen in der Ecke eines ungemütlichen Lokals, wo der Rauch am roten Plüschbezug haftet und die Kellnerinnen jeden Gast kennen und Schach spielen mit einem kleinen Mann, von dem Paul nichts weiter wusste, als dass er im Teehandel war und in Surbiton wohnte. Und dann war Minta nicht zu Hause, wenn er heimkam, und dann hatten sie die Auseinandersetzung auf der Treppe, wo er den Schürhaken nahm, falls es Einbrecher wären, aber jedenfalls auch, um ihr Schrecken einzujagen. Und so bittere Worte sprach und sagte, sie hätte sein Leben zugrunde gerichtet.
Fest stand jedenfalls, als sie sie damals in dem Landhaus in Rickmansworth besuchte, herrschte eine schreckliche Spannung zwischen beiden. Paul nahm sie mit in den Garten, um ihr die belgischen Kaninchen zu zeigen, die er züchtete, und Minter folgte ihnen trällernd und legte ihm den nackten Arm um die Schulter, nur damit er ihr nichts erzählen konnte. Minter fand Kaninchen langweilig, dachte Lilli. Aber Minter verriet sich niemals. Von ihr hörte man nie etwas vom Schachspielen im Kaffeehaus. Sie war viel zu selbstbewusst, viel zu sehr auf der Hut. Aber um mit der Geschichte vom Fleck zu kommen, sie hatten jetzt wohl die Gefahrenzone überwunden. Als sie letzten Sommer eine Zeit lang bei ihnen gewesen war und sie eine Panne mit dem Wagen hatten, musste Minter ihm die Werkzeuge reichen. Er saß auf der Straße und reparierte den Wagen, und die Art, wie sie ihm die Werkzeuge reichte, sachlich, kameradschaftlich, freundlich, bewies, dass nun alles in Ordnung war. Sie waren nicht mehr ineinander verliebt. Im Gegenteil, er hatte ein Verhältnis mit einer anderen angefangen, mit einer ernsthaften Frau, die ihr Haar in Flechten trug und eine Aktentasche in der Hand. Minters Schilderung von ihr klang dankbar, beinahe bewundernd. Die Versammlungen besuchte und Pols von Jahr zu Jahr schärfer betonte Ansichten über die Besteuerung des Grundbesitzes und eine Kapitalsteuer teilte. Dieser Bund hatte die Ehe nicht nur nicht zerrissen, er hatte sie sogar geflickt. Sie waren offensichtlich die besten Freunde, als er auf der Straße saß und sie ihm die Werkzeuge reichte. Ja, das war also die Geschichte von den Raleighs, dachte Lilli lächelnd. Sie malte sich aus, wie sie sie Mrs. Ramses erzählte, die doch gewiss neugierig sein würde, was aus den Raleighs geworden wäre. Sie würde ein bisschen triumphieren, wenn sie Mrs. Ramsey erzählte, dass die Ehe nicht gerade ein Erfolg geworden wäre. Die Toten, dachte Lilli und trat ein wenig zurück, da sie bei ihrem Entwurf auf eine Schwierigkeit gestoßen war, die eine Überlegungspause notwendig machte. Ach, die Toten, murmelte sie. Man bedauerte sie, schob sie beiseite, verachtete sie sogar ein bisschen. Sie sind in unserer Gewalt. Mrs. Ramsey ist vergangen und verschwunden, dachte sie. Wir können ihre Wünsche missachten, können ihre begrenzten altmodischen Vorstellungen durch Verbesserungsversuche verderben, bis nichts mehr davon übrig bleibt. Sie entfernt sich mehr und mehr von uns. Spöttisch glaubte sie, sie am Ende des langen Gangs der Jahre sitzen zu sehen und zu hören, wie sie von allen Ungereimtheiten die ungereimteste sagte: Heirate, heirate, so wie damals, als sie gerade aufgerichtet im Morgenlicht saß und die Vögel draußen im Garten zu zwitschern begannen. Und da müsste man ihr sagen: Es ist alles anders gegangen, als du es haben wolltest. Sie sind auf ihre Weise glücklich, ich bin es auf die meine. Das Leben ist ganz anders. Dabei kam ihr ganzes Wesen, ja sogar ihre Schönheit, einen Augenblick verstaubt und überlebt vor. Einen Augenblick lang triumphierte Lilli, wie sie dastand, den Rücken von der Sonne bestrahlt, und die Bilanz der Raleighs zog, über Mrs. Ramsey, die nie erfahren würde, dass Paul in Kaffeehäuser ging und eine Geliebte hatte, dass er am Boden saß und Minter ihm die Werkzeuge reichte und dass sie hier stand und malte und nicht geheiratet hatte, nicht einmal William Banks.
Das war Mrs. Ramsays Plan gewesen. Vielleicht hätte sie es auch durchgesetzt, wenn sie am Leben geblieben wäre. Schon damals im Sommer war er der liebenswürdigste Mensch. Er war der erste Wissenschaftler seiner Zeit, sagt mein Mann. Er war auch der arme William. Es macht mich ganz unglücklich, wenn ich zu ihm komme und kein bisschen Behaglichkeit finde. Niemanden, der für Blumen sorgt. Sie wurden also auf gemeinsame Spaziergänge geschickt und sie wurde mit dem feinen Anflug von Spott, der einem Mrs. Ramsay aus den Fingern schlüpfen ließ, darüber belehrt, dass sie Sinn für die Wissenschaft hätte, dass sie Blumen liebte und dass sie so gewissenhaft wäre. Warum war sie nur so aufs Ehestiften versessen, fragte sich Lilly und trat hin und her vor der Staffelei. Plötzlich, so wie ein Stern im Himmelsraum dahinschießt, flammte ein rötliches Licht in ihr auf. Es verdeckte Paul Rayleigh, aber es strahlte von ihm aus. Es schoss auf wie ein Feuer, das an einer fernen Küste die Wilden als Wahrzeichen eines Festes entzünden. Sie vernahm das Donnern und Prasseln. Auf Meilen in die Runde war das Meer in Rot und Gold getaucht. Ein Duft nach Wein mischte sich damit und berauschte sie, denn wieder spürte sie den ungestümen Drang, sich vom Felsen zu stürzen und zu ertränken, während sie am Strand nach einer Perlenagraffe suchte. Und vor den Donnern und Prasseln wich sie zurück voll Furcht und Abscheu, als sähe sie wohl seinen Glanz und seine Pracht, aber auch, dass es sich vom Schatz des Hauses nährte, in widerlicher Gier. Und sie hasste es. An Pracht des Augenblicks aber, an strahlender Glorie, übertraf es alles, was sie kannte, und es brannte Jahr für Jahr wie ein Signalfeuer auf einer einsamen Insel im fernen Meer, und man brauchte nur das Wort Liebe auszusprechen. Sogleich schoss Pauls Feuer wieder empor, wie eben jetzt, und es sank in sich zusammen, und sie sagte lachend zu sich selbst: Die Rayleighs. Und Paul ging in Kaffeehäuser und spielte Schach. Sie war nur mit genauer Not entronnen, dachte sie. Sie hatte aufs Tischtuch geblickt und ihr war blitzartig klar geworden, dass sie den Baum in die Mitte rücken würde und niemanden zu heiraten brauchte, und sie hatte ungeheuren Jubel empfunden. Jetzt könnte sie es mit Mrs. Ramsay aufnehmen, hatte sie gefühlt. Im Grunde eine Huldigung für die erstaunliche Macht, die Mrs. Ramsay über andere hatte. Sie sagte: Tu das, und man tat's. Sogar ihr Schatten, wie sie mit James am Fenster saß, war voll gebieterischer Macht. Sie erinnerte sich, wie betroffen William Banks gewesen war, weil sie die Bedeutung von Mutter und Sohn so nebensächlich behandelt hatte. Ob sie die Schönheit der beiden denn nicht bewunderte, hatte er gefragt. Dann aber hatte William, fiel ihr ein, mit seinen klugen Kinderaugen zugehört, als sie ihm auseinandergesetzt hatte, es wäre nicht Mangel an Ehrfurcht. Sie brauchte eben hier ein Licht und deshalb da einen Schatten und so weiter. Es käme ihr nicht in den Sinn, etwas herabzusetzen, was Raphael, da wären sie der gleichen Meinung mit göttlicher Kunst gestaltet hätte. Sie wäre nicht zynisch, ganz im Gegenteil. Dank seiner wissenschaftlichen Bildung habe er sie
verstanden, ein Beweis unvoreingenommener Klugheit, der sie gefreut und ungemein getröstet hatte. Man konnte also doch mit einem Mann ernsthaft über Malerei sprechen. Wirklich, die Freundschaft mit ihm hatte zu den Freuden ihres Lebens gezählt. Sie hatte William Banks geliebt. Sie fuhren nach Hampton Court und er ließ ihr als vollendeter Gentleman, der immer war, immer reichlich Zeit zum Händewaschen, während er am Fluss entlang schlenderte. Das war bezeichnend für die Art ihrer Freundschaft. Vieles blieb ungesagt. Dann spazierten sie durch Höfe und bewunderten Sommer um Sommer die Übereinstimmung aller Teile und die Blumen, und er sprach von allem Möglichen, von Perspektive und von Baukunst. Und dann blieb er stehen, um einen Baum zu betrachten oder den Ausblick über den See oder um sich über ein Kind zu freuen. Das war sein großer Kummer. Er hatte keine Tochter. Alles in der abwesenden, gleichsam abgerückten Art, wie sie natürlich war für einen Mann, der so viel Zeit in Laboratorien verbrachte, dass ihn, wenn er sie verließ, die Welt zu blenden schien. Also schritt er langsam, hob die Hand, um die Augen zu schirmen, und blieb zuweilen mit zurückgeworfenem Kopf stehen, um einfach nur die Luft zu atmen. Dann erzählte er auch wohl, seine Haushälterin hätte ihren freien Tag, oder er müsste einen neuen Läufer fürs Treppenhaus kaufen, oder ob sie vielleicht mitgehen würde, um einen neuen Läufer für das Treppenhaus auszusuchen. Einmal kam er auch irgendwie auf die Ramses zu sprechen. Als er Mrs. Ramsey zum ersten Mal gesehen hätte, sagte er, da hätte sie einen grauen Hut getragen. Sie wäre nicht älter als 19 oder 20 gewesen. Sie wäre verblüffend schön gewesen. Dabei hatte er die Allee in Hampton Court hinabgeblickt, als sehe er sie inmitten der Springbrunnen. Lily Briscoe blickte zu den Stufen vorm Wohnzimmer hinüber, und sie sah mit Williams Augen die Gestalt einer Frau, friedvoll und stumm, mit niedergeschlagenen Augen. Sie saß sinnend und wägend. Sie trug an dem Tag ein graues Kleid, dachte Lilly. Ihr Blick war gesenkt. Sie würde ihn nie mehr heben. Ja, dachte Lilly und sah angestrengt hinüber. So muss ich sie gesehen haben, in dieser Haltung, aber nicht in Grau, auch nicht so still, nicht so jung, nicht so friedvoll. Rasch und leicht formte ihr Gedächtnis die Gestalt. Verblüffend schön wäre sie gewesen, hatte William Banks gesagt. Aber Schönheit war nicht alles. Schönheit hat einen Nachteil. Sie trat zu direkt, trat zu vollkommen auf. Sie ließ das Leben erstarren, gefrieren. Man vergaß darüber die kleinen Aufregungen, das Erröten, das Blasswerden, mancherlei merkwürdige Verzerrung, ein Licht oder einen Schatten, was ein Gesicht für den Augenblick unkenntlich machte und ihm doch einen Zug hinzufügte, der für alle Zeit im Gedächtnis haftete. Es war einfacher, all das mit der Schönheit zu bemänteln. Wie aber sah sie aus, sann Lilly weiter, wenn sie sich den breitkrempigen Hut aufstülpte oder über den Rasen lief oder mit dem Gärtner Kennedy schalt? Wer konnte ihr das sagen? Wer konnte ihr helfen? Nun war sie gegen ihren Willen an die Oberfläche gekommen und fand sich halb außerhalb des Bildes. Sie stand und starrte, ein bisschen leer, wie etwas Unwirkliches. Mr.
Carmichael an. Er lag in seinem Stuhl, die Hände über dem dicken Bauch gefaltet. Er las nicht, er schlief nicht. Er sonnte sich. Ein Geschöpf, das voller Leben war. Sein Buch war ins Gras gefallen. Am liebsten wäre sie geradewegs zu ihm gegangen und hätte gesagt, Mr. Carmichael. Dann würde er sie mit seinen wolkig verschwommenen grünen Augen ansehen, wohlwollend wie immer. Aber man weckte jemanden doch nur, wenn man wusste, was man ihm sagen wollte. Und sie wollte nicht nur über etwas, sie wollte über alles reden. Unbedeutende Worte, die den Gedanken nur zersetzen und zerstückeln, hatten keinen Sinn. Über das Leben, über den Tod, über Mrs. Ramsay. Nein, dachte sie, man kann nichts und zu niemandem sagen. Der ungestüme Drang des Augenblicks verfehlte immer sein Ziel. Die Worte irrten ab und trafen das Gemeinte um Zollbreiten zu tief. Dann gab man es auf. Dann ging der Gedanke wieder unter. Dann wurde man, wie die meisten Menschen in mittleren Jahren, vorsichtig und unaufrichtig, bekam Fältchen zwischen die Augen und den Blick immer wachen Argwohns. Denn wie konnte man mit den Worten diese körperlichen Empfindungen ausdrücken, wie die Leere da drüben? Sie blickte zu den Stufen vom Wohnzimmer hinüber. Sie sahen seltsam leer aus. Denn es war ein körperliches, nicht ein seelisches Empfinden. Und diese körperlichen Empfindungen, die sich beim Anblick der leeren Stufen einstellten, waren plötzlich höchst unbehaglich geworden. Sich nach etwas zu sehnen und es nicht zu bekommen, das erfüllte ihren Körper mit einer Härte, einer Leere, einer Spannung. Sich sehnen und es nicht bekommen, sich sehnen, sich immer nur sehnen. Oh, wie es das Herz zusammenpresste, wieder und immer wieder. Oh, Mrs. Ramsay, rief sie stumm zu jenem Wesen, das beim Boot saß, dem abstrakten Wesen, das sie als Mrs. Ramsay gemacht hatte, der Frau in Grau, rief sie an, als wollte sie sie schelten, weil sie gegangen und dann, als sie gegangen, wiedergekommen war. Sie hatte sich so sicher gefühlt, wenn sie an Mrs. Ramsay dachte. Geist, Luft, nichts. Ein Ding, mit dem sie zu jeder Stunde des Tages und der Nacht mühelos und gefahrlos spielen konnte. Ja, das war Mrs. Ramsay gewesen. Und nun streckte sie plötzlich die Hand aus und presste einem das Herz zusammen. Plötzlich kamen ihr die leeren Stufen zum Wohnzimmer, die Fransen des Stuhls, da drinnen der kleine Hund, der ungeschickt auf der Terrasse tollte, das Gewoge und Gewisper des Gartens wie Schmuckbögen und Arabesken vor, die sich um einen Mittelpunkt aus vollkommener Leere rankten. Was bedeutet das alles? Wie erklären Sie es sich? Hätte sie gern wieder Mr. Carmichael gefragt. Denn die ganze Welt schien sich zu dieser frühen Morgenstunde in einem Teich aus Gedanken, in einem tiefen Becken aus Wirklichkeit aufzulösen. Und hätte Mr. Carmichael gesprochen, so wäre es doch denkbar gewesen, dass ein kleiner Riss die Oberfläche des Teiches gespalten hätte. Und dann würde etwas auftauchen. Eine Hand würde sich heraufstrecken. Eine Klinge würde aufblitzen. Das alles war natürlich Unsinn. Ihr kam die seltsame Vorstellung, dass er schließlich doch all die Dinge hörte, die sie nicht sagen konnte. Er war unergründlich, der Alte mit dem gelben Fleck im Bart.
seinen Gedichten und seinen Rätseln. Heiter segelte er durch eine Welt, die allen seinen Wünschen genügte, so dass er, dachte sie, nur da, wo er im Gras lag, die Hand auszustrecken brauchte, um alles einzufangen, was er haben wollte. Sie sah ihr Bild an. Ja, so hätte vermutlich seine Antwort gelautet wie: Du und ich und sie vergehen und dahin schwinden. Nichts bleibt, alles wandelt sich, nur Worte nicht, nur Farbe nicht. Und doch würde es in einer Bodenkammer hängen, dachte sie. Es würde zusammengerollt und unter ein Sofa gestopft werden. Aber trotz alledem war es wahr. Es galt selbst für ein solches Bild. Sogar von diesem Geschmier, nicht von dem eigentlichen Bild vielleicht, aber von dem, was damit erreicht werden sollte, könnte man behaupten, dass es immer bliebe, wollte sie sagen oder vielmehr stumm andeuten, da sogar ihr die gesprochenen Worte zu prahlerisch klangen. Dabei blickte sie auf ihr Bild und merkte zu ihrer Überraschung, dass sie es gar nicht sah. Ihre Augen waren voll von einer heißen Flüssigkeit. Zuerst fiel es ihr gar nicht ein, dass es Tränen sein könnten, die ihr über die Wangen rann. Ihre fest geschlossenen Lippen zwar nicht erzittern ließ, aber die Luft schwer machte. In jeder anderen Hinsicht, oh ja, hatte sie sich völlig in der Gewalt. Weinte sie denn um Mrs. Ramsay, ohne sich irgendwie bewusst zu sein, dass sie unglücklich war? Wieder richtete sie die stumme Frage an Mr. Carmichael. Was war es also? Was bedeutete es? Gab es etwas, was jäh die Hand ausstrecken und einen packen konnte? Konnte die Klinge treffen, die Faust einen in eisernem Griff halten? Gab es keine Sicherheit? Lernte man es nie, sich in der Welt blindlings zurechtzufinden? Gab es nichts, was einen leitete, nichts, was Zuflucht gewährte, war alles nur Wunder und so, als würde man von der Zinne eines Turmes in die Luft springen? War es möglich, dass selbst für ältere Menschen das Leben so war, überraschend, unerwartet, unbekannt? Einen Herzschlag lang glaubte sie, wenn wir beide jetzt aufbegehren, hier auf dem Rasen und eine Erklärung verlangen, weshalb es so kurz, weshalb es so unausdeutschbar wäre, wenn wir sie mit Nachdruck fordern, in der Sprache wie zwei reife und fertige menschliche Wesen, vor denen nichts verborgen gehalten werden sollte, sie führen dürften, so würde die Schönheit sich entfalten, der Raum sich füllen, das nichtige Schnörkelwerk Gestalt annehmen. Und wenn sie laut riefen, so würde Mrs. Ramsay wiederkehren. Mrs. Ramsay, sagte sie laut. Mrs. Ramsay. Die Tränen liefen ihr über das Gesicht.